Ich glaube, jeder von euch hat diesen einen Bike Buddy, der bekloppt genug ist, große Sachen vorzuspringen und einem Mut zuzusprechen, es auch zu versuchen. Und genau das ist Poppy für mich. Es ging diesmal in den Bikepark Boppard, in dem ich letztes Jahr auch schon einmal war, aber da noch die großen Sachen umfahren habe. Auch diesmal werde ich die riesen Holzkicker nicht springen. Ich glaube in diesem Leben generell niemals. Ich bin gespannt, ob ihr den Park kennt und was ihr sagt. Viel Spaß beim Video, jetzt geht's los. Wie ihr hört, bin ich gesundheitlich noch ein wenig angeschlagen, was mich automatisch zum Sponsor des heutigen Videos bringt. Denn ich versuche wirklich im stressigen Alltag mit wenig Zeit zumindest ein bisschen auf meine Gesundheit zu achten. Wenn du das genauso siehst, bleib gerne dran. Wenn nicht, skip einfach weiter und hab viel Spaß bei dem Video. Für meine kleine gesundheitliche Unterstützung greife ich seit ein paar Wochen zum AG1 Pulver von Athletic Greens. Dies sorgt dafür, dass du mit nur einem Messlöffel und 250 ml Wasser bis zu 75 hochwertigen Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln zu dir nehmen und du somit deinen gesunden Lebensstil ganz einfach unterstützen kannst. Natürlich könntest du auch auf andere Weise diese Stoffe zu dir nehmen, aber ich finde es super schnell und super einfach und ich glaube, dass es in der heutigen Zeit ein Riesenargument ist, wenn ich sage, dass du mit nur einem Produkt alles abdeckst, was wichtig ist. Aber was soll ich euch jetzt die ganzen trockenen Daten von der Website vorlesen? Mal ganz im Ernst, die Farbe ist komisch und geschmacklich ist es wie bei allen gesunden Sachen gewöhnungsbedürftig. Aber alles andere als schlecht, muss man ganz klar sagen. Seitdem ich mich aber daran gewöhnt habe, gehört es zu meiner täglichen Routine, sodass ich mich mittlerweile wirklich besser fühle. Athletic Green hat außer dem Pulver noch andere interessante Produkte. Einen Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Schau dich gerne um und vielleicht entscheidest auch du dich dazu, schnell und unkompliziert etwas Gutes für deinen Körper zu tun. Nun sind wir gestärkt, dann kann es losgehen. So, was machst du jetzt? Ja. Fährst eine Runde? Ach, du bist hier zum Fahrradfahren? Boah, boah, Vater, ey, der ist aber... Also ganz ehrlich, der hier, der macht mir am meisten Angst jetzt gerade. Ja, aber der ist safe. Wir rollen von oben aus an, treten hier also 2 bis 3 Mal auf jeden Fall rein. Dann ziehen wir hier auf jeden Fall ein bisschen ab. Den nächsten tun wir leicht anbremsen, also jetzt nicht blockieren, sondern einfach mal kurz anschleifen und dann ziehen wir den langsam raus und die Neigung nach vorne kommt ganz alleine. Also. Ja, wie willst du den schleifen lassen? Er hat ja fast gar keine Zeit für. Wir rollen erstmal noch so runter, ich will mich ein bisschen einspringen. Krass, ich glaube der hier und der nächste ist kein Problem, ich glaube die gehen so von allein. Der sieht aus, als wenn du da reißen musst wie ein Idiot. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal meinen Mund hier zulassen bei den ganzen Fliegen, ey. Da sind schon einige da, ne? Sonst habe ich gleich wieder einen im Hals hängen, ey, wie ein Olpe. Ach, ich habe eine Fliege verschluckt. Der war ein bisschen kurz. Ich glaube, ich würde den dritten jetzt mal machen. Ja. Ja. Wie oft trittst du rein? Ja, 3 bis 4 Mal schon. Ja. Auf der Geraden. Guck, dass du dich einfach an mich dranhängst. Das war am Anfang, das war ein bisschen komisch. Du hast den Einstieg verkackt. Ja, aber richtig. Und dann war ich mir noch nicht sicher, hab dann reingetreten. Ich hätte einmal noch reintreten können. Der ist ja mega chillig zu springen, gell? Boah, ich glaube,
Der hebt gut raus. Dann kommt hier ja ordentlich mit Bums an. Oh, Mücken, könnt ihr nicht jemand anders nerven? So, mal gucken, wie oft der reintritt. Oha. Oha. Eieieiei. Boah, der hebt aber raus. Die sehen wahrscheinlich wieder schwerer aus, als sie sind. Oder sie sind schwer. Der sieht so komisch aus, weil die Landung ist höher als der Absprung. Also ich muss den hier muss ich definitiv aktiv abziehen. Und dann muss ich gucken, wie ich reinkomme. Was passiert denn, wenn ich den hier gerade springe? Ich muss den leicht nach links springen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich hier... Alter, ich rolle hier runter und tritt noch viermal rein. Dreimal. Ich sag ja, ich springe lieber ein bisschen schneller das erste Mal. Und dass ich das erste Mal ein Gefühl dafür habe. Roll einfach mal vorbei, dass du siehst die Geschwindigkeit. Dann fährst du mal dran vorbei und dann siehst du, mit welcher Karacho du ungefähr ankommst. Und dann machst du ungefähr, siehst du, okay, hier wäre ungefähr die Landung. Und dann tippst du so ein bisschen die Bremsen und dann wirst du denken, okay, jetzt würde ich den zweiten springen. Oh Mann, ey. Okay, der Gang. Aber der Gang war definitiv zu leicht. Fuck, ey. Das ist Poppys Bruder Danny. Auf Instagram könnt ihr ihn gerne mal unter dem Namen Bikemensch besuchen. Und eigentlich wollte ich es nicht erzählen, aber er hat mehr oder weniger darauf bestanden. Denn auch er wollte an dem Tag mit seinem Junior eine Runde fahren, hatte aber leider sein Vorderrad zu Hause vergessen. Naja, egal, beim nächsten Mal. Aber trotzdem, ich lasse hier so ein bisschen Vorsprung. Und ich guck mal, wie ich da über den ersten drüber komme. Wenn sich das gut anfühlt, dann ziehe ich halt durch. Aber... zieh den ein bisschen an und wippst den vorne wieder runter. Guck, dass du richtig auf dem Pedal stehst. Ja, ja. Ah, heieieiei. Mann, scheiße, ey. Ich komme in den echt gut rein. Aber den Speed hältst du locker. Scheiße, ey. Mann, der hat sich gut angefühlt. Ich hätte durchziehen sollen. Komm, ich zieh den jetzt durch. Ach ja. Kann ich? Ja. Oh Gott. Yeah. Ich weiß nicht wieso und ja, ich wiederhole mich, aber genau solche Momente zeigen mir, wieso dieser Sport so geil ist. Ich meine, das sind mittlerweile Sprünge, die echt nicht klein sind und vom Gefühl her springe ich diese fast so, als hätte ich niemals was anderes gemacht. Und das soll ganz bestimmt nicht eingebildet rüberkommen, sondern ich möchte euch einfach nur mal meine Gefühle mitteilen. Krass, ey. Der lässt sich wirklich gut fahren. Richtig gut, ey. Jawohl, ja, langsam. Mega. Alter, und ich habe tatsächlich abgebremst und ich hatte genau wie du da. Ich dachte so, Alter, du bist viel zu langsam. Und total lässig in die Richtig Landung, ne? Geil. So, da darf der Dominik mal vorrollen, hä, mein Freund. Wir haben an dem Tag die Brüder Elias und Simon kennengelernt, die mit uns die Freeride ein wenig gefahren sind und uns videotechnisch ausgeholfen haben. Danke fürs Filmen, Jungs. Hoffe, man sieht sich bald wieder. Und go. Go.
Leute, ich bin ehrlich. Für das, was ich jetzt sage, gibt es nicht genug Holz auf der Welt, worauf ich eigentlich klopfen müsste. Aber bei diesem knapp 9 Meter Stepdown ging mir alles durch den Kopf. Man muss einfach mittlerweile ganz klar sagen, dass Fehler bei den Sprüngen, welche ich mittlerweile versuche, die kleinsten Fehler echt wehtun können. Und ich glaube, ich sollte in Zukunft einen kleinen Gang runterschalten und nicht zu übermütig werden, auch wenn bis jetzt alles immer super funktioniert hat. Ganz gut aufs Pedal. Ich versuche echt immer aus einer Perspektive zu filmen, sodass man versteht, wie groß die Sprünge wirklich sind. Aber Freunde, es geht nicht. Egal wie, egal was ich mache, es sieht immer nach nichts aus. Aber die Sprünge haben es wirklich in sich. Ich habe mit dem Pedal aufgesetzt. Ja, das passiert manchmal. Schieb nochmal hoch. Poppy! Achso. Den kannst du nicht zu weit springen. Den kannst du nicht zu weit springen. Ja, ich habe halt so ein bisschen Bedenken wegen dem Linksanlieger, der dahinter kommt. Da kommst du ganz entspannt rein. Da kannst du. Eieiei, okay. One, two. Ach so, jetzt ohne Aufsetzen. Ach. Yes! Drüber? Ja, drüber. Boah. Drüber, aber oben aufs Flache drauf. Und ich hatte schon aufgekommen und ich dachte so, oh, Rebound. Aber es ging. War da mit dem Hinterrad? Ja, ja. Heieiei. Jo. Mann! Ich bin schon wieder zu kurz. So, okay. Letzte Station für heute. Dieser große Drop. Oder... Ist ja kein Drop. Ja, das war mal ein Drop. Step, so step down. Wie auch immer. Drop step down. Oder ein Drop down. Ah, und der Poppy, der... Boah, hier ist aber auch alles zugewachsen, du. Jo. Oh. Boah, Alter. Aber an... Ja, es ist also... Es ist eigentlich ein Drop, ja. Ja, der geht aber. Jetzt kommt meine typische Frage, du kannst das. Dominik? Ich bin ein sauschlechter Zuschauer, das weißt du. Alter, was sind hier für Mücken, ey? Ja, von da sieht das wieder natürlich aus wie Kindergeburtstag. Ich filme das mal von hier. Schön mit der Sonne. Oh, episch. Das reicht schon. Ja, Alter, wo willst du landen? Keine Ahnung, lässt du dich jetzt nur rollen? Ja. Okay. Boah, Alter. Alter. Du hast zweimal reingetreten. Ja, also weil Sprit auf dem Pedal stand. Eieiei. Okay, ich hab Schiss. Boah, lecko mio, Alter. Alter, Junge, das war wieder wie der Drop in Olpe. Alter, der hat mir wieder den Magen so hochgehoben. Alter, ich bin auch wieder geflogen wie so ein nasser Sack, ey. Einmal ist keinmal. Ja, ja, direkt nochmal. Alter Schwede, ey. Das ist echt schade, dass man das auf der Kamera nicht reinkriegt. Absprung. Das sieht auf der Kamera aus wie ein Meter. Was wird das? Das wird 7 Meter. Heieiei. Oh, ich weiß schon, was der machen will. Jo. Jo, Alter. Nein. Leck mich am Sack, ey. Ich wusste es, ey. Ich wusste es genau. Der war ein bisschen sketchy. Ich hatte auch eine Millisekunde mal das Gefühl, dass du das nicht mehr herkriegst irgendwie.
Alex, machen wir mal den richtig. Alter, du bist sowas von verrückt, ey. Feierabend heute. Aufgrund dessen, dass es nicht weit von zu Hause weg ist und wir demnach so oft herkommen können, wie wir wollen, gab es an diesem Tag keine komplette Abfahrt. Vielleicht hat euch dennoch der kleine Einblick, wie ich neue Sprünge angehe, gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen oder ein Abo da. Oder alles, das wäre geil. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Biken. Liebe Grüße gehen raus. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.